Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute möchte ich meine neueste Kreation zeigen, und zwar einen Bewertungsbogen. Das werde ich ab sofort immer für jedes Spiel, das ich spiele, verwenden, um dem Ersteller eine bessere Rückmeldung zu geben. Also hier oben erstmal Bewertungsbogen und dann kommt der Spielname. Hier kommt der Screenshot vom Titel. Also vom Title-Menü. Und dann kommen hier die Punkte. Story, da gibt es maximal 20 Punkte für. Also wenn die ausgefallen ist, dann gibt es halt wirklich volle Punktzahl. Bei mir ist es jetzt für mein Video-Tutorial nur 4 Punkte, weil es gibt ja eigentlich keine richtige Story. Es gibt nur so ein bisschen, ja, ich kann ins Wirtshaus gehen und so. Also nur 4 Punkte. Grafiken gibt es 5. 5 gibt es. Also maximal ist 10. Dazu muss man aber auch eigene Grafiken verwenden, weil wenn man nur RTP verwendet, ist die maximale Punktzahl, die man für Grafiken kriegen kann, 5. Und das auch nur, wenn man das gut verwendet. Oder wenn noch eigene Edits oder irgendwie von, was weiß ich, irgendwelche RTP-Edits dabei sind, die aber im gleichen Stil gehalten sind, dann kriegt man halt maximal 5. Mapping, da gibt es maximal 20 Punkte. Ich bin der Meinung, dass es, die Maps sind eigentlich ganz gut gemappt, obwohl ich das RTP verwendet habe. Also gibt es 14 Punkte. Atmosphäre gibt es 12, weil es gibt ja Screentones, so Tag- und Nachtzeiten. Dann gibt es die Dialoge, die zählen auch noch mit in die Atmosphäre rein. Dass da überhaupt die Namen stehen, habe ich jetzt mal als Grund genommen, dass es auch so eine hohe Punktzahl gibt. Dann gibt es ja noch Wetter. Ich glaube, dazu habe ich noch kein Tutorial gemacht, weil es ziemlich schwer zu erklären ist. Ja, da zählt, also in Atmosphäre zählt Musik rein. Es zählt rein, ob man Lichtschatten verwendet hat. Also alles Mögliche, was die Atmosphäre beeinflusst. Zum Beispiel in Horrorspielen auch Schreckmomente. Gameplay, das ist halt, ob das Spiel Spaß macht, ob man Lust auf mehr hat, ob es Rätsel gibt, ob es immer nur das gleiche ist, wie lauf hierhin, lauf dahin, oder ob man auch wirklich ein bisschen knobeln muss und immer was anderes machen muss. Und das Kampfsystem zählt auch rein, falls es überhaupt eins gibt. Bonuspunkte, die gibt es nur, wenn bestimmte Extras enthalten sind oder wenn der Bewerter, in dem Fall ich, das Spiel für sehr toll empfindet und es auch gerne wieder spielen würde. Ich habe jetzt mal einen Bonuspunkt verteilt, weil es ja Zeitsystem gibt und das wäre halt so ein Extra, wo es dann einen Bonuspunkt gibt. Das macht dann alles zusammen. 4, 5 plus 1, das sind 10. Dann noch die 30 hier dazu, dann sind wir bei 40, dann 4 plus 2 plus 4 sind auch nochmal 10, sind insgesamt 50 Punkte. Bei 50 Punkten gibt es 3 Sterne und gutes Spiel. Also, das heißt dann gutes Spiel. Meine Punktbewertung blende ich auch kurz nochmal ein. Also, Story gibt es maximal 20, habe ich ja schon gesagt. Hier, Grafik maximal 10, bei RTE maximal 5, wenn gut verwendet und Erweiterung. Mapping maximal 20. Atmosphäre, hier steht es nochmal. Musik, Nebel, Licht, Schatten, Dialoge, Events, zum Beispiel Schreckmomente zählen mit hinein. Muss nicht alles vorhanden sein, aber je mehr davon drin ist und je besser das verwendet ist, desto mehr Punkte gibt es halt. Gameplay. Maximal 20, ob es abwechslungsreich ist, Spielspaß, Lust auf mehr, KS, wenn vorhanden, oder Rätsel. Bonuspunkte, maximal 10, Vergabe nur, wenn Bewerter das Spiel sehr gut fand oder gute Extras enthalten sind. Das habe ich ja alles schon gerade eben erklärt. Von 90 bis 100 Punkte, das ist ein Top-Spiel, das sind aber nur die wenigsten Spiele, also das ist nicht schlimm, wenn euer Spiel jetzt nicht in dem Bereich liegt. Da gibt es dann halt komplette 5 Sterne. Zwischen 70 und 89, also von 70 bis 89, ist es ein großartiges Spiel.
Ich denke, das werden auch nicht so viele Spiele haben. 4 bis 4,5 Sterne. 50 bis 69 Punkte, dann ist es ein gutes Spiel. Da habe ich jetzt gerade ganz Glück gehabt, weil ich habe ja genau 50. Dann 40 bis 49 Punkte, das ist Standardniveau. Da liegen so die meisten Spiele drin, die Spaß machen, aber nicht unbedingt so der Hit sind. Also mein Spiel, das hat jetzt ja 50 Punkte gehabt, obwohl es keine Story hat. Das könnte man doch dann noch in den Bemerkungen dazu schreiben. Oder die anderen Leute, die sich das Spiel runterladen, die können in dem Bewertungsbogen ja auch sehen, das ist ja nur grafisch gut, aber von der Story scheiße, lade ich mir doch nicht runter. Also so kann man auf den ersten Blick als Ersteller und als Spieler sehen, ob man das Spiel verbessern muss, beziehungsweise ob man es überhaupt spielen will. Das gibt dann halt 2,5 Sterne, wenn man in dem Standardniveau-Bereich ist. Von 30 bis 39 Punkten ist das Spiel annehmbar, also da sollte man sich schon überlegen, ob man das spielen will. Da gibt es dann halt 1,5 bis 2 Sterne. 20 bis 29 heißt, bitte überarbeitet es, Ersteller. Da gibt es dann halt 0,5 bis 1 Stern. Und von 0 bis 19 Punkte, da heißt es dann, bitte entsorgen, das Spiel ist absoluter Müll. Da gibt es dann 0 Sterne. Falls ich irgendwas vergessen habe, beziehungsweise falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie man das Ganze noch mehr verbessern kann, ich bin für Kritik offen und ansonsten werde ich das genauso verwenden für die Spiele, die ich spiele und bewerten will. Bis zum nächsten Mal.